Die Modeindustrie ist ein globalisiertes Milliardengeschäft. Weltweit agierende Modekonzerne und Ketten tun alles, um ihre Kleidung günstig an die Kundschaft zu bringen. Die Schattenseite des schillernden Geschäfts: erschreckende Arbeitsverhältnisse in Billiglohnländern und katastrophale Folgen für die Umwelt. Amira El-Shura will das nicht mehr mitmachen. Die 20-jährige Münsteranerin findet, dass sie schon viel zu lang verantwortungslos geshoppt hat. Eigentlich, seitdem ich mir selber Klamotten kaufe, habe ich noch nie darauf geachtet, wie die produziert wurden, wo die produziert wurden. Und jetzt, wo ich halt auch nachhaltiger leben möchte, möchte ich das halt auch ändern und nicht mehr so die Klamotten kaufen, die man einfach so hinterhergeschmissen kriegt. Um ihrem Vorhaben auch Taten folgen zu lassen, setzt sich Amira erstmal an ihren heimischen Computer und versucht herauszufinden, welche nachhaltigen Anbieter von Mode es in ihrer Stadt gibt. Tatsächlich wird sie schnell fündig. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen im Internet recherchiert nach nachhaltiger Mode hier in Münster und dabei bin ich unter anderem auf die Pieselotten gestoßen. Die Seite gefällt mir bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich denke, ich werde da auch ein T-Shirt bestellen und mal sehen, wie es mir gefällt. Unter dem Namen Pieselotten verkaufen Marie Wagener und Katharina Völker seit dem vergangenen Jahr neben Secondhand-Kleidung eigene, nachhaltig und fair produzierte Mode vor Ort und im Internet. Das Thema Artenschutz liegt ihnen dabei besonders am Herzen. Aktuell sind 1 Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Und so war für Kathi und mich klar, dass wir da was tun müssen. Deswegen haben wir Pieselotten gegründet und weil wir finden, dass man heutzutage kein nicht nachhaltiges Modelabel mehr betreiben sollte. Das und weitere Informationen findet man im Manifest, was wir geschrieben haben, und das ist bei uns auf der Webseite. Neben einer Spende für jedes verkaufte Kleidungsstück spielt der Artenschutz bei Pieselotten auch gestalterisch eine wichtige Rolle. Nicht umsonst ziert ihre Mode ein ganz besonderes Tier. Für unsere erste Kollektion haben wir uns als Motiv für die geometrische Landschildkröte entschieden. Das Motiv haben wir zusammen mit einer örtlichen Grafikdesignerin entwickelt, mit der wir befreundet sind. Und für unsere zukünftigen Kollektionen planen wir immer als Motiv eine vom Aussterben bedrohte Art. Für unsere Kollektion war uns das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Deshalb haben wir uns Lieferanten aus Deutschland gesucht, die nachhaltig und fair produzieren. Wir wissen ganz genau, wo die Sachen herkommen und wie sie dort hergestellt werden. Die Nachhaltigkeit zieht sich bei uns durch alle Unternehmensbereiche. Ob das der grüne Server ist oder die recycelten Verpackungen für den Online-Shop. An der Kasse haben wir phenolfreie Bons, die übers Altpapier entsorgt werden können, und recycelte Tüten, die Kunden uns spenden. Das weiß auch unsere Kundschaft zu schätzen. Der Einkauf bei uns gibt den Kunden ein sehr gutes Gefühl, weil sie zum einen nachhaltige Mode einkaufen können und zum anderen etwas Gutes tun, da wir für den Artenschutz spenden. Für unser erstes Ladenlokal haben wir uns für den Standort Münster entschieden, weil in Münster sehr viele junge Menschen leben, die sich für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit interessieren. So natürlich auch Amira, die sich inzwischen für ein Shirt entschieden hat und ihre Bestellung auf die Reise schickt. Also ich habe jetzt aber eine Pieselotten eingekauft und ich bin davon eigentlich positiv überrascht. Auch das T-Shirt gefällt mir richtig gut und ich denke, ich werde jetzt weiterhin auch noch andere nachhaltige Modelabel hier in Münster mal auschecken und ja, einfach mehr nachhaltige Mode kaufen. Klar ist es ein wenig teurer, nachhaltig zu shoppen, doch Amira ist zufrieden und kann sich nun wieder den wichtigen Dingen des Lebens widmen.